Aber wenn ich einmal Ihr Herr bin, weht ein anderer Wind. Ich muss nur auf einen gut schauen. Und das bist du, mein lieber Konrad. Vielen Dank, gnädiger Herr. Aber noch brauchen wir Sie, die Tagelöhner, und müssen Sie bei Laune halten. Ja, Konrad, da hast du recht. Sie haben gesagt, es darf kein Brief von der Baroness Pauline an Ihren Verlobten, den Grafen Rudolf. Ich meine natürlich den Ex-Verlobten. Ja. Und zur alten Frau Gräfin gelangen. Ja. Ja, stimmt, Konrad. Denn diese Briefe dieser Pauline, die wir ja gar noch nicht kennen, aber die wir alle abgefangen haben, strotzen ja nur so von Liebe und Verzeihung und Versöhnung. Und das könnte meinen Plan über den Haufen werfen. Und meine schöne Erbschaft wäre futsch. Es darf nicht passieren, dass die alte Frau Gräfin ihren Entschluss zur großen Reise noch abändert. Tja, wie sie jetzt nämlich gesundheitlich beisammen ist, wird sie diese Reise sicher nicht überstehen. Ja. Und dann steht meiner Erbschaft nichts mehr im Weg. Ach, wenn die 7 Tage schon vorüber wären. Aber wenn wir schlau sind, wird nichts passieren. Ja, Konrad, hast du recht. Ich muss dir noch eines sagen. Nimm dich in Acht vor Friederike. Das ist die Zofe von der alten Gräfin. Sie ist schlau. Auch wenn sie so harmlos dreinschaut, als könnte sie kein Messerchen drüben, könnte sie unsere Pläne durchkreuzen. Ach, Friederike ist keine Gefahr. Die werde ich schon auf unsere Seite bringen. Wie sagt man so schön? Mit Speck fängt man Mäuse. Ja, das ist gut. Du meinst ja mit Geld. Ja. Und vergessen Sie nicht, ich habe auch noch andere Vorzüge. Als Mann. Ja, natürlich. Ich werde mich sogleich auf den Weg zu ihr machen. Ja, und ich werde mich auch zur alten Gräfin begeben und ihr meine Aufwartung machen. Das kann nie schaden. Ja, komm rein, Kind. Aber heute so warten Sie doch. Ach, jetzt ist er mir entwischt. Graf Rudolf, der Neffe meiner gnädigen Gräfin, besteht darauf, heute Abend noch abzureisen. Und man kann es ihm nicht abbringen. Ja, da bleibt mir nur das eine, dass ich den Konrad, diesen falschen Kerl, herumkriege. Und das zwar schnell. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber mir wird sicher was Gescheites einfallen. Schließlich bin ich ja eine Frau. Ah, die Frau Friederike, wie gut, dass ich Sie finde. Wo wohin denn so eilig? Herr Wirt, ich habe keine Zeit, ich muss zur Gräfin, sie wartet aber schon auf mich. Eine Minute wird sie doch für mich Zeit haben. Ja, ich hätte doch nur eine einzige Frage. Geschwind heraus damit. Hat die alte Gräfin Kuppenschnee nicht voriges Jahr ihren Neffen, den Grafen Rudolf, zum Universalerben eingesetzt? Ja. Ja, und hat sie nicht die Bedingung dran geknüpft, dass er die Baroness Pauline von so und so, der Name ist ja wohl, heiraten soll? Na, Herr Wirt, und wenn Sie es wissen wollen, Sie waren sogar verlobt und in ein paar Wochen sollte die Hochzeit sein, aber doch nicht wegen der Erbschaft, weil aus Liebe natürlich. Aus Liebe, wie romantisch. Aber so war sie doch. Und hat der Graf Rudolf nicht durch Leichtsinn seine Braut so sehr verärgert, dass sie ihn verlassen hat und zu ihren Verwandten fort ist. Herr Wirt, und wenn das so wäre, Herr Wirt, das ginge Sie wohl gar nichts an. Ich muss jetzt gehen. Aber warte doch. Was ist denn und noch? Die alte Gräfin Kuppenschnee ist deswegen so böse, dass sie den Grafen Rudolf jetzt enterben will und einen weitschichtigen Verwandten, den Herrn von Walting, als Universalerben einsetzen will. Ja, aber woher wissen Sie denn das alles? Das tut ja nichts zur Sache, aber hör Sie zu. Könnte man nicht vielleicht durch geheime Pläne und kleine Intrigen die Sache wieder zugunsten seines Herrn. Herr Wirt, jetzt lassen Sie mich damit in Ruhe. Ich muss endlich gehen. Friederike. Ah, der Konrad, das ist gut. So gehen Sie doch endlich. Jetzt kann ich nicht gehen, jetzt verspannen. Friederike, das steckst du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Du hast mich gesucht. Das kann ich mir doch fast gar nicht vorstellen. Brauchst du etwas von mir? Entschuldige, ich hätte da noch eine Frage. Was macht denn der hier? Was willst du wissen? In welchem Grad ist sein Herr mit der Gräfin Kuppenschnee verwandt? Ich finde diese Frage höchst sonderbar.
Und was geht das dich überhaupt an? Was machst du noch hier? Ja, man wird ja wohl noch fragen dürfen. Du, Konrad, ich hätte da eine Frage, besser eine Bitte. Könntest du mir vielleicht 40 Dukaten borgen? Hm? Das ist ja gut. Wozu brauchst du sie? Ja, weißt du, ich habe da so mehrere so winzig kleine Schulden und das häuft sich dann halt. Aber wenn ich dann wieder Geld habe, gebe ich es dir sofort zurück. Geht das? 40 Dukaten, das ist ja nicht gerade wenig. Aber damit du siehst, dass ich dein Freund bin, will ich sie dir geben. Aber sag mir zuerst noch, was hält dich noch bei deiner Herrin, die ja jetzt auf eine lange Reise geht und dich nicht einmal mitnimmt? Was fesselt dich an sie? Nicht viel, aber Konrad, man kann ja seine alte Arbeitsstelle nicht verlassen, wenn man noch keine neue in Aussicht hat. Wenn du eine neue Stelle bei meinem Herrn, dem Herrn von Walting, hättest. Ah, das wäre dann natürlich etwas ganz was anderes. Aber ach, ich kann mir doch nicht vorstellen, Konrad, wie der ehrenwerte, hoch angesehene Herr von Walting mich als Dienerin nehmen würde, wo er doch dich hat, Konrad. Ja, das werden wir schon machen. Und hier hast du die 40 Dukaten. Konrad, du bist ein Schatz. Und betrachte sie als einen Vorschuss von meinem Herrn, dem Herrn von Walting. Ja. Und nun komm mit mir. Gehen wir auf eine Flasche Wein, da werde ich dir einiges anvertrauen. Aber Konrad... Ja, da geh mit! Lass uns allein! Ach, da kommt ja schon mein Herr. Ah, Gregorius! Der Wirt willkommen auf Schloss Koppenschnee! Ja, Herr Knapp, zu dienen! Du musst in die Stadt? Ja, ich muss in die Stadt. Ah, ihr geht einmal hinaus, ja. Wir haben was Geheimes zu reden. Ja. Wie ist das mit der Stadt? Ja, ich muss noch meine Tochter aus der Stadt abholen. Schon habe ich es etwas eilig. Ja, Stadt, das ist aber gut. Ich wollte dich fragen, ob du mir einen Dienst erweisen könntest. Ja, mit 1000 Freunden, auch wenn es nur ein geheimer Dienst wäre. Also pass auf, du gibst diesen Brief in der Stadt beim Häusermakler Griffel ab. Die Adresse steht da oben. Ja, sonst nichts. Ja, aber du darfst den Brief nur persönlich. Du darfst den Brief nur persönlich übergeben. Persönlich? Ja, ja. Denn seine Frau darf den Brief nicht sehen. Du weißt ja, wie neugierig Frauen sind. Also, doch was Geheimes. Das wollte ich. Werd schon machen, Herr Knapp. Verlassen Sie sich nur auf mich. Das ist für dich. Oh, danke schön, Herr Knapp. Und bis wann wirst du wieder zurück sein? Na ja, 2 Tage hin, 1 Tag durch, 2 Tage zurück. Mach genau einen Monat. Mit weniger 25 Tage. Aber das wäre gerade noch zu Recht. Bevor sie kommen könnten. Aber, Herr Gregorius, dein Gasthaus liegt doch auf der Straße von der Stadt hierher. Ja, es liegt an einer Engstelle. Daher müssen alle bei mir Rast machen und ihre Pferde wechseln. Und ich mache so immer ein todsicheres Geschäft. Das ist gut. Da müssen Sie also bei ihm einkehren. Hör zu! Ich habe da noch einen ganz wichtigen und geheimen Auftrag. Also noch was Geheimes? Na, das gefällt mir. Da bin ich genau der richtige Mann dafür. Was schaffen Sie? Also, pass auf. In ungefähr 8 Tagen wird eine ältere Dame bei dir ankommen, die sich in Begleitung einer jüngeren Dame befindet. Also 2 Damen. Ja, und jetzt unterbrich mich nicht weiter. Wenn die beiden da sind, verzögerst du ihre Abreise, indem du sagst, du hättest erst in mehreren Stunden wieder frische Pferde zur Verfügung, sodass sie gezwungen sind, länger zu bleiben oder sogar bei dir zu übernachten. Und du gibst mir sofort Nachricht, dass sie da sind. Hast du mich verstanden? Ja, natürlich. Schlaue Verzögerung. Es wird immer geheimnisvoller. Euer Gnom, lassen sich da aus meiner Hand. Lieber Freund, was tust du denn? Ganz im Gegenteil, ich muss dir doch dankbar sein. Oh, da kommt jemand. Ach, jetzt nur unbefangenes Gesicht. Ah, wen sehe ich da? Den reichen Herrn von Thaler. Ja, freilich bin ich's. Aber von wegen reich, ich bin einer, den man bis auf die Unterhosen ausgezogen hat, wie man so schön sagt. Schon wieder so eine geheime Andeutung. Ja, so geht's, wenn man Leuten in Anbetracht einer künftigen Erbschaft Geld borgt. 3000 Dukaten habe ich dem jungen Grafen Rudolf gegeben,
damit er seine Spülschulden zurückzahlen kann. Spülschulden? Ja, und jetzt ist ihm auch noch seine Braut davongelaufen und die Tante hat ihn enterbt. Und mir bleibt in meiner Verzweiflung und in meiner Wut nichts anderes übrig, als ihn einsperren zu lassen. Einsperren lassen? Das ist gut. Das kommt mir ja wie gewünscht. Also, Herr Dahler, ich kann Ihnen nur eines sagen. Die alte Gräfin wird nichts für ihn tun. Da bin ich ganz sicher. Sperren Sie ihn ein. Das ist das Beste. Ja, ich habe ja auch gleich die Wachter mitgenommen. Aber ich komme noch in einer anderen Angelegenheit, Herr Walting. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass einige Wälder zur Verpachtung freigegeben werden. Das würde mich interessieren. Ja, aber dazu ist die alte Gräfin zuständig. Noch. Ach du, die Frau Gräfin. Lieber Walting, gut, dass ich Sie finde. Wissen Sie, wo mein Neffe, der Graf Rudolf, ist? Gräfin, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ja, schon gut, Grund. Ist nicht so wichtig. Ich wollte ihm eigentlich nur dieses Dokument hier zeigen, bevor er abreist. Mein zerletzter Wille zerrissen. Aber Frau Gräfin, Sie wollen ihn wirklich enterben? Ja. Ist das nicht eine zu harte Strafe? Nein. Der arme Herr Graf tut mir wirklich leid. Zuerst läuft ihm seine Braut davon und noch dann diese Enterbung. Ich missbillige nicht nur das Verhalten seiner Frau. Natürlich, wie kann die Braut dem Bräutigam davonlaufen? Aber ihn trifft die größere Schuld. Und daher ist die Enterbung gerechtfertigt. Und hier, Waltig, sehen Sie, was ich hier habe. Mein neuer letzter Wille, der Sie, lieber Waltig, zum Gesamterben über mein Vermögen einsetzt. Aber Frau Gräfin, mir fehlen die Worte. Ich bin überwältigt. Das ist doch zu viel der Ehre. Schon gut, schon gut. Gnädige Frau Gräfin, darf ich Sie einen Moment sprechen? Waltig, wissen Sie, was dieser Mann von mir will? Nein, es tut mir leid. Ich will nicht mit ihm sprechen. Ich will nicht sprechen. Sprechen Sie mit ihm. Guter Mann, was wünschen Sie von der Frau Gräfin? Ich habe gehört, dass der Neffe der Frau Gräfin, der junge Graf Rudolf, heute noch abreisen will. Aber er schuldet mir ja noch 3.000 Dukaten. Und da wollte ich die Frau Gräfin bitten, für ihn die Schulden zu bezahlen. Natürlich eine Spielschuld. Spielschulden? Oh Gott, was muss ich hören? Nein! Was habe ich? Frau Gräfin, Vorsicht! Rudolf, du bringst nur Ärger über unser Haus. Das kann nicht was. Aber wenn nicht bezahlt wird, dann muss ich den jungen Graf Rudolf leider arretieren. Sperren Sie ihn ruhig ein. Das Recht ist auf Ihrer Seite. Ich bezahle jedenfalls nicht. Ich habe gleich die Wachter mitgebracht, die können ihn dann in die Stadt bringen. Frau Gräfin, noch auf ein Wort. Ach, was ich denn bin noch? Auch wegen der Verpachtung einiger Wälder gekommen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. So, die Verpachtung der Wälder. Dafür ist ab heute bereits Herr von Walting zuständig. Belästigen Sie mich nicht länger. Herr von Walting, könnte man vielleicht jetzt gleich... Nein, jetzt gleich, das geht nicht. Die Sache mit der Pacht ist etwas kompliziert. Aber am besten ist, Sie bleiben gleich einige Tage bei uns auf dem Schloss. Konrad wird Ihnen nun unsere Gästezimmer zeigen. Konrad! Und wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ich bin immer für Sie zu sprechen. Konrad! Gnädiger Herr, haben mich gerufen. Herr Thaler wird nun einige Tage bei uns unser Gast sein. Zeigen Sie ihm unsere Gästezimmer. Und den Grafen Rudolf werden wir für einige Zeit in Gewahrsam nehmen. Er ist gerade in seinem Zimmer und packt die Koffer. Holen Sie ihn, bringen Sie ihn ins Kabinett und sperren Sie gut zu. Sie sind mir für ihn verantwortlich. Gnädiger Herr, können Sie sich auf mich verlassen, wie immer. Und ich hole jetzt gleich die Wachter, damit alles in Ordnung kommt. Gregorius, kommen Sie und helfen Sie mir dabei. Werte Frau Gräfin, ich bin untröstlich, dass Sie sich das hier alles haben anhören müssen. Wenn nur der Ärger nicht Ihre kostbare Gesundheit... Nein, nein, es wird schon wieder. Walting, Sie sind wirklich ein lieber, guter Mensch. Sie sind mir fast wie ein Sohn. Ach, Frau Gräfin, Sie wissen ja, ich kenne kein anderes Glück als Ihr Wohlergehen. Walting, kommen Sie. Wir haben noch Wichtiges zu besprechen. Ja, tun wir das. Sie wissen, das war gestern Mensch. Ja, das muss besprochen werden. Thank you.
Ja, ja, Kindlein. Da wechseln noch einmal. Feischen mich meine Ohren oder feischen mich meine Augen? Oder bin ich schon besoffen? Die Stimme kenne ich da. Das Gesicht kenne ich auch. Und das Muttermal da. Das habe ich von meinem Vater gehört. Der gute, alte Pappel. Ja, Simon, kennst dein Taufgeld nicht mehr? Mein Gott, mein Radio, mein Geld. Ja, aber sag einmal, lass dich anschauen, Bub. Was ist denn mit dir? Du schaust so trieb aus, so gar nicht fröhlich. Ja, ich werde wahrscheinlich mein Herz allerliebst Madel, die Agnes, für immer verlieren. Ja, ist sie krank oder will sie sterben? Nein. Komm, setz dich her und erzähl mir das. Ja. Also, ist sie krank oder will sie sterben? Nein, sie ist gesund und will leben. Aber das Leben am Dorf ist jetzt wein. Sie hat gesagt, wir beide sind noch so jung und haben noch so viel Zeit. Drum willst du, bevor sie heiraten, noch in die Stadt in Dienst gehen, damit sie die große Welt kennenlernen. Und dann, ja dann, ist sie gegangen. Und jetzt? Ja, jetzt suche ich sie da halt in der Nähe von der Stadt. Ja, und wenn du das findest, was dann? Du meinst, wenn sie mir verraten, verkauft, betrogen hat? Ja, wenn es eine andere geworden ist. Ja, dann? Gut, dann? Dann will ich ihr verzeihen. Also nur, das geht nicht. So, hier ist das Bier. Herr Ratschow, Ihre Freund warten schon alle da drinnen auf Sie. Ja. Schnell! Ja, ich komm schon. Du, und du wartest auf mich, gell? Weil wir müssen uns ja wiedersehen. Ja, Er kennt also den Herrn Ratschow. Ist er auch ein Fuhrmann, so wie er? Nein, ich bin kein Fuhrmann. Und er? Der Radio ist mein Geld, mein Taufbad, wollte ich sagen. Ja, aber wieso schaut er denn gar so traurig rein? Muss er so viel arbeiten? Nein, die körperliche Blut macht es nicht, aber mein Herz, mein Soul, der ist halt ziemlich ramponiert. Er ist also ein Mensch, dem keine Arbeit zu viel ist. Nein, keine Arbeit. Das wäre ein Mann nach meinem Sinn. Er schaut mich wohl gewiss für eine ganz normale Kölnerin an. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn eigentlich noch gar nicht angeschaut. Ich bin nämlich eine Wirtstochter. Eine reiche Wirtstochter. Aus dem Tal da hinten. Und ich arbeite jetzt in der Stadt. Später muss ich arbeiten. Aber ich suche nämlich einen Mann, der mir gefällt. Und der mir gefällt und den ich aussuche, dem gibt mein Vater das ganze Wirtshaus. Das ganze Wirtshaus? Ja. Und dafür mein Agnes aufgeben? Nein. Also, ein Wirtshaus, ein Koller voll Wein, ein paar Grundstücke und so weiter. Mein Zukünftiger braucht also gar nichts zu haben. Aber ich suche so lange, bis ich einen finde, der mir gefällt und der recht fleißig und arbeitsam ist und der die Wirtschaft auch gut führen kann, ganz allein. Weil wenn ich einmal verheiratet bin, will ich mich nicht mehr blagen. Hat sie noch keinen gefunden, wenn sie das alles zutraut? Du, Thomas, komm, ich will dir meine Freunde. Ja, ich komm schon. Entschuldigung, ich muss leider gehen. Folgsam ist er auch. Der hat so alle Eigenschaften, die ich mir wünsche. Das Vorstadt-Gasthäusl. Meine Liebe, wo ist denn der Wirt? Auf dem Friedhof draußen. Das tut mir aber leid. Und wo ist die Wirtin? In der Kuchel drin.
Dann sage bitte, dass ich Sie sprechen möchte. Na, dann rufen Sie es heute. Aber ich weiß ja nicht, wie sie heißt. Hoferin. Frau Hoferin! Frau Hoferin! Was schreist denn so? Ich bin ja eh schon da. Oh, ein nobler Name. Meine liebe Frau Gerstin. Entschuldigen, euer Gnaden, dass ich so ausschaue, aber ich komme gerade aus der Kuchel. Ich werde mir gleich ein Schürzen umbinden. Eva, und da hinten im Kasten ist eine weiße Schürzen. Geh du schon weiter. Aber die Frau sagt sicher, dass es nicht nötig ist. Ja, das Mädel hat recht. Meine liebe Frau Wirtin, haben Sie auch Zimmer? Ich meine freie Zimmer zum Übernachten. Na ja, freilich, da hinten habe ich ein paar Zimmer, aber da hat noch nie wer geschlafen. Weil der, was bei mir einkehrt, der schläft meistens auf der Schaukel. Aber gnädige Frau, möchten Sie sich nicht setzen? Gerne. Also, gute Frau, wir brauchen für heute Nacht drei Zimmer. Denn die Dame, die ich begleite, reist inkognito. Und wir können daher in kein Hotel in der Stadt gehen. Hast gehört, eine noble Dame, sag dem Kügelmann, sie soll sofort den Boden außerreingehen. Nein, nichts von all dem, dafür ist jetzt keine Zeit. Der Wagen steht schon vor dem Tor. Ich sag jetzt nur rasch dem Kutscher Bescheid, dass wir da absteigen werden. Hast gehört, Eva, eine gnädige, eine richtige gnädige. Komm schon, liegen steht, da sitzt du nicht so faul herum, komm. Ja, sag mal, und wer wird die Bierkriegeln abräumen und das Schürzen und die Zeitung? Ich nicht. Das Marl, das raubt mir wirklich den letzten Nerv. So eine faule Drutschen. Wirklich ein Glück, dass Sie, liebe Friederike, den Konrad, den Diener von Herrn Balting, herumgekriegt haben und er ihnen, dumm wie er ist, alles erzählt hat. Ja, und es war nicht einmal schwer, ihn um den Finger zu wickeln. Aber so wissen wir auch, warum weder der Graf noch die Gräfin jemals einen Brief von ihrer Nichte Pauline bekommen haben, weil er Konrad alle Briefe abgefangen hat. Übrigens, der alten Gräfin habe ich erzählt, dass ich dringend ein paar Tage frei brauche, um Familienangelegenheiten zu regeln. Frau Moorbach, ich stehe Ihnen also voll und ganz zur Verfügung. Das ist gut, ich danke Ihnen, Friederike. Übrigens, haben Sie schon ein Mädchen gefunden, das in die Dienste meiner Nichte bringt? Sie wissen ja, ich möchte in diesem Haus möglichst wenig Aufsehen erregen. Und die Leute in der Vorstadt sind doch ziemlich neugierig. Gnädige Frau, ich habe da ein Mädel gefunden, das Ihnen sicher gefallen wird. Sie ist noch frisch vom Land und noch unbekannt mit den Dienstbotenstiefeln der Stadt. Sie heißt Agnes. Ah, da kommt sie ja schon. Gnädige Frau, ich bin zwar noch nie im Dienst von einer Gnädigen gestanden, aber ich hoffe doch Fleiß und Lieb, das aufzuholen, was sie am Land versandt hat. Übrigens, ich bin die Agnes. Aha, du bist also die Agnes. Und du möchtest in unsere Dienste treten, ja, ist das richtig? Und am liebsten gleich? Aber euer Gnaden gefallen mir gar nicht. Sie schauen so traurig aus. Und wie kann man traurig sein, wenn man eine Gnädige ist und alles im Überfluss hat? Sie scheint ja gar nicht neugierig zu sein. Ja, aber sie ist ein gutes Mädel. Sie spricht zwar ein bisschen viel, muss auch noch einiges lernen. Also Agnes, magst du bei der gnädigen Frau bleiben? Von Herzen gern. Aber ich bediene mir aus, dass er wieder fortgehen kann, wenn ich in einem noch größeren Haus unterkommen kann. Aber sicher. Wenn Sie müssen wissen, euer Gnaden, ich will sehr hoch hinaus. Mir hat nämlich schon als Kind eine Zigeunerin gesagt, Madel, hat sie gesagt, zuerst wirst du was Großes werden, dann erst wirst du glücklich sein. Und deswegen bin ich ja vom Land da herein. Ist schon gut, mein liebes Kind. Aber nun, lauf bitte rasch in die Küche und bring mir einen Tee. Aber einen, der mich nicht aufregt. Hast du mich verstanden? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich hole in einen kleinen Weg. Oh, ich werde mich prächtig einleben in die große Welt. Das habe ich schon gesehen. Herzerfrischend, dieses Mädel. Und so unbekümmert. Aber ich glaube, liebe Friederike, Sie werden ihr ein wenig Nachhilfe in diesem Benehmen geben müssen. Wie gnädige Frau befehlen. Übrigens, ich
habe da eine Idee. Und dieses Mädel, diese Agnes, soll uns dabei behilflich sein. Wie? Was? Friederike, wir werden ja morgen unseren Weg in Richtung Schloss fortsetzen. Ja. Und Sie haben doch von diesem Konrad erfahren, dass Herr von Walting meine Nichte und mich in dem Landgasthaus Gregorius 2 Stunden vor dem Schloss entfernt festhalten will. Und zwar so lange, bis er mit der alten Frau Gräfin die große Reise angetreten hat. Ja, und er rechnet ja fest damit, dass die Gräfin diese große Reise nicht lebend überstehen wird. Und dann stünde seiner Erbschaft ja nichts mehr im Wege. Und nun zu meinem Plan. Dieser Erbschleicher, dieser Walting, müsste doch nur für einen halben Tag das Schloss verlassen, damit Pauline zu Frau Gräfin vordringen kann. Ja. Das ist doch richtig. Ja, das stimmt. Und dieser Walting würde dann doch sofort herbeieilen, wenn er erfährt, dass Pauline und ich Landgasthof abgestiegen sind und würde uns im Jagdschloss einsperren. Ah, ich verstehe. Aber wenn Pauline nicht Pauline ist, sondern unsere Agnes, dann sperrt er die Falsche ein. Pauline kann inzwischen auf das Schloss gehen und mit der Gräfin alles bereden, habe ich recht. Hoffentlich. Sie werden sehen, es wird alles gut gehen. Das hoffe ich auch, ja. Friederike. Aber fürs Erste werden wir ein unser Zimmer beziehen. Bringen Sie bitte die Baroness durch den Hintereingang auf dem Zimmer und später dann auf unser Gebäck. So ein Wiedersehen ist anstrengend. Aber Herr Simon, ich schenke Ihnen noch was nach. Nein, danke schön. Ich habe schon genug. Und gegen meinen Kummer hilft der beste Wein nichts. Also, Herrns, vergessen Sie Ihren Kummer. Andere Mütter haben auch schöne Töchter und nehmen sie endlich einmal die Tatsache hin, dass sie ihnen durchgegangen ist. Nein, so geschwind geht das nicht. Erst muss ich schauen, ob sie sich in einen anderen verliebt hat. Dann muss ich schauen, ob das mit einem anderen von Bestand ist. Dann muss ich schauen, ob der anderen heiratet. Dann muss ich schauen, ob der, den sie geheiratet hat, lang lebt. Dann muss ich schauen, ob als Witwe die alte Neigung zu mir wieder erwacht. Sucht sie sich wieder einen anderen und will von mir rein gar nichts wissen. Erst dann habe ich das Recht, einen neuen Liebesbund zu schließen. Denn mir soll keiner sagen, dass ich ein untreuer Halandri bin. Und so lang glauben Sie, soll ich auf Sie warten? Sie, jeden Augenblick kommt mein Vater und holt mich. Und wenn ich ihm keinen anderen vorstellen kann, dann wäre ich unseren Kölner Steffel heiraten. Ja. Wenn ich heirat, wird er mal. Ja, der Kölner Steffel, den wird mir wahrscheinlich befohlen. Morgen muss Hochzeit sein. Na, damit kann ich nicht dienen. So, gnädige Frau, da haben wir den Tee. Aber wo ist sie denn? Ja, Spinni! Agnes! Bist du's wirklich? Simon! Ja, was tust denn du da? Ja, führ das Schicksal hier uns zusammen. Ja, damit wir gleich wieder auseinandergehen. Ja, Agnes! Schaut, dass du nicht einen Tag später gefunden hast, da hättest du mich gar nicht mehr erkannt. Ich bin nämlich jetzt ein extra Madel bei einer Herrschaft. Krieg einen guten Lohn, extra Trinkgeld, extra an den Namenstagen. Verliebt sich vielleicht extra der Kammerdiener oder der gnädige Herr in die? Ich kann dir nichts extra bieten. Ich kann die Hexen sagen, mein gewöhnliches Weib zu werden und den gewöhnlichen Antrag zu machen. Simon, so steh doch auf. Du hast doch selber kaum genug zum Leben. Was willst du denn mit einem Weib? Das Rennen sagt mir, dass dein Magen näher ist als dein Herz. Weil ich denke halt, wenn wir zwei zusammen waren, ich kam halt mit einem halben Lack Brot und einem Viertel Kass aus. So ist es. Es ist ja schön, dass du so denkst. Aber ich bin gescheit genug, um einzusehen, dass Kummer und Sorgen das Grab der Zärtlichkeit sind. Und da gibt's ja noch was, Simon. Was denn? Ja, Simon. Ah, du meinst, wenn eine Familie anfällt? Ja, freilich. Nein, das sind meine Ansichten besser. Du sei schön fleißig, schau dir, was du da sparst.
ich bleib dabei in die großen Häuser, krieg einen guten Lohn, kann man was auf Zeiten legen und wenn wir genügend Kapital haben, ist immer noch Zeit nur zum Heiraten. Zeit ist immer noch. Das ist es. Jetzt muss ich schaffen mit dir. Entweder oder. Jetzt oder gleich. Du bist ein neuer Simon. Vierti. Ja, aber Agnes, wo bleibt denn der Tee? Die gnädige Worte doch schon. Ich hab ihn ja eh schon. Ja, egal. Jetzt ist so kalt. Ja, dann mach schnell einen frischen. Und dann, hör zu, erwarte ich dich im Zimmer der Gnädigen. Wir haben ganz Wichtiges zu besprechen. Ja. Was will denn die da? Ah, da ist eine Bedienung. Bitte machen Sie der gnädigen Frau schnell einen frischen Tee. Ich mach gar nichts. Mein Vater kommt jeden Augenblick. Das geht einfach nicht. Geht's einfach. Vierte Simon. Ja, Agnes, Agnes, ein Wort da. Was war denn das? War das etwa diejenige? Sachen gibt's. Wie die Zeit vergeht, Gregorius. Jetzt sind die Wochen auch schon wieder vorbei, dass der Everl bei mir gearbeitet hat. Grüß die Vater. Ja, grüß die Everl. Und heute kommst du das holen, gell? Aber dein Dirndl möchte halt eure so gern heiraten. Ist ja kein Wunder. Sie kommt halt auch schon in die Jahre, gell? Aber Seferl, sie ist ja da noch ein reiches Mädel, mein Everl. Hast ja recht, Gregorius. Aber eins muss ich dir schon noch sagen. Die Männer schrecken sich halt, weil dein Dirndl gar so bequem ist und die Arbeit halt überhaupt nicht erfunden hat. Na, hörst du das jetzt, Everl, was man von dir redet? Du, Vaterhor, weil ich den krieg, auf den ich jetzt spitz, brauche ich gar nichts mehr zu arbeiten. Das ist so ein fleißiger Mensch. Ja, dann nimm ihn! Es ist halt... Er ist schon mit einer anderen verbandelt und ich glaube, der ist sogar da bei uns im Haus. Ja, umso besser. Da schmiedet man geheime Verwicklungen. Dann lass du mich noch machen. Du, Seferl. Ja, was willst du denn, Gregorius? Sag einmal, ein gewisser Herr Griffel soll da in der Gegend wohnen. Ja, den kenne ich. Das ist der heiße Spekulant, was der Makler. Aber der Brief ist ja aufgebrochen. Ja, das habe ich selber getan. Denn unterwegs hat man mir gesagt, es ist strengstens verboten, versiegelte Brief bei der Stadtgrenze reinzubringen. Aber einen offenen Brief, einen fremden Brief aufmachen, das ist ja kriminell. Was? Also zupickt, dass es ein Verbrechen und dass er aufgerissen ist, ist ein Kriminalfall. Ja, aber als ein offener kannst du nicht weitergeben. Der Griffel sagt dich sofort an. Was tue ich da? Lass mich allein! Ich muss nachdenken! Komm, Eva, lass mich allein. Dein Vater wird schon was einfallen bei ihrem Fall. Die Verwicklung ist arg, aber großartig. In meiner Unschuld habe ich den Brief aufgebrochen. Aber jetzt ist es meine Pflicht, ihn augenblicklich zu lesen. Da darf aber kein Lauscher da sein. Ah, ich bin allein. Mal schauen, was in dem Brief drin steht. Lieber Herr Griffel, es ist so gekommen, wie ich gesagt, ich bin als künftiger Erbe der unermesslich reichen Gräfin eingesetzt. Aha, das wissen wir. Das hätte ich nicht lesen müssen. Sie würden sich daher selbst schaden, wenn Sie mich jetzt durch Ihre vorschnelle Forderung bei der Gräfin blamieren. Ah, da schau her. Gleich nach Ihrem Tod wird Ihnen das Kapital samt Zinsen bezahlt. Damit dieser Tod nicht so lange auf sich warten lässt, werde ich eine Reise mit der Gräfin unternehmen, die ihre Kräfte sicherlich überfordern wird. Herr von Waldig, ach so ein Spitzbub! Wer ist ein Spitzbub? Ohne guten Geister, wo kommt denn der Kerl her? Ungeheuer, du hast gehört, du kennst jetzt den Inhalt des Briefes. Ich habe gleich aufpassen. Er könnte zum Verräter werden und mir und meine Tochter schon. Sie scheinen... Vater vom Everl zu sein? Ich scheine es nicht nur, ich bin es. Aber du, bist du etwa der, den man doch da heiraten will? Das gibt allerdings eine Wendung. Ja, ich könnte vielleicht, aber erst nach einer Reihe von Jahren... Ah, nichts da! Heirat wird auf der Stelle! Er muss mein Schwiegersohn werden! Ein Schwiegersohn wird er nicht verraten! Ich will nicht aufpassen! Was ist mit los? Nicht eher, als bis du meine Tochter geheiratet hast! Du kommst mir nicht mehr aus! So, und du kommst jetzt mit! Hilfe! Schnurre aus! Musik
Sind Sie der Mann, der die Kutschen bestellt hat? Ja, der bin ich. Ja, die Kutsche steht schon vor dem Tor draußen und ein Fräulein mit rotem Strümpf, ja, rennt schon herum, ganz nervös und will schon einsteigen. Und die Pferde sind auch schon eingespannt. Ja, ich komme gleich. Ja, aber mit Verlaub gesagt, ja, könnten Sie den Fuhrlohn nicht im Vorhinein zahlen? Ja, wissen Sie, weil solche Leute, so einfache wie Sie, ja, die können Sie bei uns keine Kutschen leisten. Schon gut, Herr Wirt. Schon gut. Das reicht doch, oder? Dankeschön, gnädiger Herr. Danke vielmals. Wo ist jetzt die Kutsche? Ja, kommen Sie, gnädiger Herr. Ich zeige Ihnen, wo die Kutsche ist. Du Vater, schau du aus, der da in die Kutschen einsteigt, der ist es! Aber was willst du, die fahren eh schon miteinander ab? Da ist von Opfern der Rhein. Wer ist Opfern? Wer? Die Deinige, ja Simon, die Ex-Deinige. Ja, mit wem ist sie Opfern? Mit wem? Mit dem Herrn? Ja, jung oder alt? Was ist denn das für eine Frage? Glaubst du, es wäre weniger gefährlich, wenn sie älter ist? Ja. Und wie hat sie ausgeschaut? Na, wie ein Landmädel halt ausschaut. Rote Strümpf hat's angehabt. Rote Strümpf? Das weiß ich. Ich bin verloren. Nächster! Hier findest du einen Satz für alles. Ja. Wer sagt, dass ich sie will? Wir reden vom Mögen. Das kommt schon noch. Heirat wird auf jeden Fall. Ich sag's. Meine Tochter hat's auch gesagt. Und er wird gar nicht lang fragen. Heute noch gibt's die Verlobung. Ist das klar? Ja. Wo ist unser Seferl? Seferl? Seferl schläft. Seferl ist eingeschlafen. Ja, so. Ja, ist ja gut. Wie ein Lärm und wie ein Spektakel. So gut geschlafen. Ja, das haben wir gemerkt. Seferl, Verlobung wird gefeiert. Und das da ist das Brautpaar. Was ist das für mich ein Glück? Es lebe das Brautpaar. Also, ich brauche jetzt eine Pause. Ich glaube, Sie auch. 20 Minuten Pause. Schaut sie einen anderen an, nein, niemals schaut sie
von anderen an. Sköld, sköld, wird allweil weniger, reicht nicht, hinten nicht vorn. Sparen tun wir sowieso nur für die Banken. Sind wir denn dafür geboren? Na, na, sicher nicht. Na, na, sicher nicht. Na, na, sicher nicht. Na, na, sicher nicht. Schön. Es freut mich, Steffel, dass du dich so freust für mein Rückkommen. Und auch das Fräulein Everl ist wieder da. Das ist ja noch gleich viel schöner. Ja, was sagst du zu Everl? Ist sie nicht eine richtige Dame geworden in der Stadt? Oh, eine ganz außerordentliche. Du, Everl, ich hätte da was für dich. Ja, was denn? Das da. Dankeschön, Steffel. Und das da? Ist der Bräutigam, den ich mitgebracht habe. Der junge Mensch kann wirklich von Glück reden, dass er sie kriegt. Nein, ich glaub's nicht. Das Everl hat einen Mann gefunden und den will sie sogar heiraten. Ich gratuliere. Ja, Dankeschön. Wenn ich ihn noch vergessen könnte, dann. Du, Steffel, bring uns jetzt schnell an Wein, aber nur vom Besten. Wir wollen doch die Vernobung von der Everl kräftig vergießen. Und den muss ich Simon, kannst du auch gleich mitnehmen und ihm unsere Weinkölner sagen. Was? Ich soll den da, mein Nebenbuhler, den da soll den Keller führen? Wenn das Umbringen nicht verboten war, kommens, muss ich Simon, gleich meinen Keller. Ja, dann schauen wir uns halt den Weinkölner an. Kommens. Für die Everl. Simon, bleib aber nicht so lang weg, du weißt. Ich bin nicht gern allein. Ja, ich weiß es. Du, Everl, setz dich inzwischen zu mir her. Ja, gern. Du, da hat sich mein Taufkindl einen ausgesucht. Und was für einen? Himmel, was waren das für Zeiten, wie ich die zur Taufe gehalten hab, gell? Also, ich seh mich noch diese Zeiten nicht zurück. Ich war damals nicht so reich, na ja, auch nicht so weiß. Aber ich schwelg schon noch gern in Erinnerungen, wie ich so dem Namen nach Wirtschafterin beim höchstseligen Grafen gewesen bin und bei der gnädigen Gräfin. Und wie ich dann gehofft hab, dass wieder eine junge Gnädige ins Schloss kommen wird. Schwind, und Herr Bier, vielleicht schwind. Ein prächtiger Reisewagen steht vor der Tür. Zwei edel gekleidete Damen, eine ältere und eine jüngere, die jüngere ist recht sauber. Und ein Kutscher und alles Mögliche. Kommen Sie schnell. Vorne, wir reisen die aus der Stadt. Da hast du entgegenstürzen. Bleib doch, Vater, die kommen schon von Alarm ein. Ich bitte tausendmal um Vergebung, dass ich nicht gleich vor dem Tor draußen. Oh, ich brauche einen Ofenback. Ah, ein Kanapee, wollte ich sagen. Eure Exzellenz, vielleicht in diesen Stuhl. Meine Kräfte schwinden. Oh Gott. Ich bin so angegriffen, so affektiert. Ja, was macht denn das für einen Unterschied? Also dürfte ich der gnädigen Frau mein Riechfläschchen anbieten? Danke, es geht schon. Wenn man die Lanke vor der Reihe. Ich wollte sagen, wenn man das Fahren im Gebirge nicht gewohnt ist. Ja, wird. Ich möchte mich frisch machen. Ich wollte sagen, ich möchte Toilette machen. Vielleicht kann ich meine Tochter, die Everl, behilflich sein. Ich? Nein. König, die hat mich im vorigen Wirtshaus schon als Bauernmann gesehen. Stell den Fächer vor. So, und die Genoveva? So, Herr Wirt? Ja, die Liebste. Aber mir ist so übel. Nein,
kann ich... Könnte ich der gnädigen Frau behilflich sein? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Es wäre mir eine Ehre, den ja, auf Fee verheißen zu diensten. Die Olde, ich meine, die ältere Dame dort heißt Genoveva. Ja, vielleicht könnten Sie mir wirklich behilflich sein. Ich nehme nur noch meinen Körper. Bitte, sei gnädige Frau. Lassen Sie mich auf Sie stützen. Gnädige Frau, darf ich mir jetzt die Freiheit erlauben, gehorsam zu fragen, wer die hohen Personen sind, die mein Gebirgshotel beglücken? Darüber, Herr Wirt, liegt ein geheimnisvoller Schleier, den ich nur Ihnen, Herr Wirt, lüften kann. Geheimnis? Da bin ich der richtige Mann dazu. Alleine. Alleine. Eva, ich habe mit der Gnädigen da was zu besprechen. Geht einmal ins andere Zimmer drüber. Zu den anderen Gästen sind alle auf ein Glaserl eingeladen. Ich bin jetzt ganz zu eurer Gnaden Dienst. Also, Herr Wirt, die junge Dame, deren Begleiterin ich bin, ist die Braut des jungen Grafen, den eure Gutsherrin enterbt hat. Ja, man ist die alte Gräfin. Ja, die Frau Gräfin meine ich. Die junge Frau ist gekommen, um sich mit ihrem Bräutigam wieder zu versöhnen. Zu versöhnen? Ja. Das Herz seiner Tante wieder zu gewinnen. Zu gewinnen, ja. So dem Erbschleicher Walting die Erbschaft zu entreißen. Zu entreißen? Ja. So, jetzt wissen Sie alles, Herr Wirt. Aber es muss unser Geheimnis bleiben. Ja. Immer zu Dienst, euer Gnaden. Nun muss ich aber nach der Baroness sehen. So. Jetzt sind die zwei also da, vor denen sich der Herr Walting so fürchtet. Gebe ihm jetzt keine Nachricht. So erreichen die zwei Weiber ihren Zweck. Ha. Gebe ihm aber eine Nachricht, dann kann er ihre Pläne vereiteln und sich über seine Erbschaft freuen. Mit einem Wort, ich bin jetzt der Mann, der universal Erbrechte zu vergeben hat. Schlösser und Herrschaften. Und was tue ich jetzt? Steffel, Franzl, versprochen habe ich es ihm. Ja, da kann ich ja nur Wort halten. Was schaffen Sie? Franzl, du schleichst jetzt aus zur Kutsche der Herrschaft und drehst ein paar Schrauben raus, damit sie nicht so geschwind weiterkommen. Das werden wir gleich haben. Und du, Steffel, du setzt dich jetzt auf meinen Schimmel und sprengst auf zum Schloss und sagst den Herrn von Walting, diejenigen sind da, auf die er wart. Und sonst nichts. Ah ja, diejenigen sind da, auf die er wart und sonst nichts. Mir hat in meinem Kopf eh nicht Platz gehabt, weil ich da so viel an mein Eifel denken will. Das habe ich wieder mal schlau gemacht. Das macht mir so geschwind keiner noch. Schade. An mir ist wirklich was Großes verloren gegangen. Diese Genoveva, also was das schon für ein Naumann ist, ich möchte so nicht hassen, Sie etwa? Ach, es ist nicht so laut, bitte. Was diese Genoveva mir da draußen alles erzählt hat. Zuerst bittet sie, dass sie wieder als Wirtschafterin und Gesellschafterin im Schloss arbeiten kann. Dann bittet sie für ihren Schwager. Dann bittet sie für ihren Bruder und dann will sie noch, dass wir für ihren Sohn noch die Ausbildung ermöglichen. Also was zu viel ist, ist zu viel. So eine unverschämte Person und sie halten mich an, dass ich zu all ihren Wünschen Ja sagen soll. Also ich bin dafür, solche unbescheidenen Leute... Agnes, ich glaube fast, du willst mir Vorschriften machen. Vergiss bitte nicht, unter welcher Bedingung ich dir das Geld zugesagt habe, von dem du dir eine schöne Bauernwirtschaft kaufen und nach dem Wunsche deines Herzens heiraten kannst. Oh, ich weiß. Ich muss gehorchen und schön reden. Agnes. Schön reden und nur das reden, was sie mir sagen. Und
niemand verraten, dass ich nur ein verkleidetes Bauernmadel bin. Nur dann gehören nämlich die 1000 Dukaten dir. 1000 Dukaten? Und damit brauche ich nichts weiteres tun, als nur eine noble Dame zu spulen. Juhu! Ah! Ich gratuliere zur Wiederherstellung der gnädigen Gesundheit. Danke, danke. Und der Landlung hat Wunder gewirkt. Das ist aber schnell gegangen. Schaut gar nicht mehr so krank aus. Darf ich euer Gnaden eine Bitte vorschlagen, wo ich doch der Erste bin? Ja, wer der Erste ist, er nicht. Und ich sage ihm gleich, mit den Anteln schaut schon recht schlecht aus. Ach, ich brauche doch kein Anteln. Und Vermögen habe ich selber genug. Für mich wäre heute ein Titel der höchste Wunsch. Ein Titel? Titel? Wie meint er das? Ja, mein Schwager aus Berlin hat mir geschrieben, dass ich dort der Bandelkramer Kommerzialrat nennen kann. Und die Schneider, die heißen dort Angleiteräte. Vielleicht könnte ich als Wirt von hier ein Sättigungsrat werden. Also, Sättigungsrat möchte der Herr Wirt werden? Ja, wenn's möglich wäre. Sättigungsrat. Gregorius. Ja, das klingt nicht schlecht. Guter Mann, wir werden sehen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, etwas für ihn zu tun. Ja. Für jetzt aber bitte ich, meine Gnädigste, uns wieder an die gute, frische Landluft zu begeben, wenn es Ihnen recht ist. Aber nein, natürlich. Ich darf es so hoffen. Hoffe er ungehindert. Adieu indessen, Herr Wirt, adieu! Sättigungsrat. Ja, das ging gut. Servus, Evert. Simon. Also, da bin ich wieder, Herr Wirt. Ich muss schon sagen, Ihre Weinkeller nicht von schlechten Eltern. Alle Achtung. Ja, lieber junger Mann. Dabei, Sie weggefahren, haben sich einige wichtige Dinge zutragen. Wir wären nämlich jetzt eine Familie mit Rang und Titel. Was geht es mir an? Ja, sehr viel. Denn unter diesen Verhältnissen kann meine Tochter nur mehr ein Mann mit Rang heiraten. Simon, du musst dich heute bei der Gnädigen auch um einen Rang bewerben. Ja, bei welcher Gnädigen? Ist sie keine da? Ja, bei den beiden gnädigen Damen, die heute abgestiegen sind bei uns. Am besten bei der Jungen. Heute. Da kommt mir ein Gedanke. Um die junge Gräfin auf ihn aufmerksam zu machen, stelle ich ihn als Gärtner vor. Am besten mit einem Blumenstrauß. Schürzen braucht man halt. Ja, Vater, dann nehmen wir deine Schürzen, das ist eine gute Idee. Ja, das ist gut. Aber ein Strohhut. Na ja, da soll er meinen aufsetzen. Ja. Ja, und die Blumen, die ich heute vom Steffel gekriegt habe bei der Ankunft, die müssen jetzt herhalten. Los, Vater, hol schnell, hol schnell. So, zubieten, Simon. Warum denn? Frag nicht so viel, zubieten, habe ich gesagt. Ja, wenn es umgeht, dann muss. So. Die Blumen hätte ich. So sehen wir noch da jetzt die Blumen in die Hand genommen, da hergestellt. Und wenn sie kommt. Ja, wer denn? Das Maul halten jetzt recht. Die Eva und ich gehen jetzt nach hinten. Und wenn sie kommt, überreichst du ihr den Blumenstrauß. Verstanden? Eva, komm! Du, Simon, mach deine Sache gescheit. Denk dran, du weißt. Ich bin der Preis. Eva, wo bleibst du denn? Ja, da soll sich einer auskennen. Wenn ich nicht wissert, was ich jetzt tun soll. Die Sonne brennt draußen so stark. Und eine noble Dame braucht eine noble Blässe. Das ist doch die Irrenarisch. Der Simon. Was will er? Wer ist er? Wie kann eine noble Dame so erschrecken? Na, sie ist es nicht. Nur, dass ich einen Fächer habe, wie er herschaut auf mich. Wo gehört der Bedienstete hin? Zur Tür! Rasch! Na, sie ist es gewiss nicht. Ach, wieso
mir nur herrscht, hat er eine Spur, ist er mir nachgereist. Ich werde ihm die Achtung lehren, die er einer noblen Dame schuldig ist. Frecher Bursch! Das kann sie nicht sein. Ich dachte nur, die Moorbach da wäre. Ich will ihn ja nicht unglücklich machen. Er braucht also keine Ängste zu haben. Aber wie kann er auf mich, da ich eine Fremde für ihn bin, so losstürzen, als wäre ich eine alte Bekannte? Ja, weil euer Knaben, entschuldigen schon ein bisschen, meiner Geliebten halt ein wenig gleich schauen. Aber er wird doch wissen, wo seine Geliebte ist. Ja, das weiß ich jedenfalls nicht, weil sie ist auf und davon mit einem Fremden. Und wenn der ihr scheins Gewand gekauft hat, dann möchte sie gerade so ausschauen wie euer Knaben. Ich kann ihn nicht länger zappeln lassen. Hat er sie denn wirklich so gern, seine Geliebte? Rasend, jämmerlich, schauderhaft. Simon! Agnes! Ich trau mir's gar nicht an. Nein, jetzt hab ich mich verraten. Jetzt ist mein Heiratsgurt weg und da steh er sich zurück! Verstell dich nicht, Agnes. Es nutzt nichts. Du kommst da nicht mehr auf. Ja. Frevel! Untat! Verbrechen! Er hat doch nur meine Gnade gebeten. Aber so stürmisch, so frech, das verdient lebenslänglich. Aber Vater, das hat er ja doch nur aus lauter Lieb zu mir gemacht. Was? Das entschuldigt Fülles. Wie? Ja, er wollte nur um ein Standeserhöhung bitten, damit er meine Tochter heiraten kann. Von der Gnade hängt es jetzt nämlich ab, dass die beiden Leute glücklich werden. Also, Erdbahn, tu dich auf. Dieser Heirat stimme ich durchaus nicht zu. Durchaus nicht. Nicht? Aber Frau Gräfin. Aber Sie können doch nicht so unbarmherzig sein. Nein, ich habe gesagt, dieser Heirat stimme ich nicht zu. Und ich möchte ferner mit solchen Bitten nicht belangt werden. Boah, Simon, dir werde ich helfen. Glückseliger, was ist dir denn da eingefallen? Einer durchlaufenden Dame um den Hals zu fallen und sie um die Mieten zu nehmen, wie ein Bauerntier in einem Kierdo. Das kommt schon an, Andertech. Wenn man das nur wieder gut machen kann. Das ist nun sei so. Evert, komm, da mischen wir uns nichts mehr rein. Aber damit ist ja mir nicht cool. Er soll die Sache reparieren. Uns geht das nichts mehr an. Evert, komm. Ja. Evert, warte, ich muss dir was sagen. Ja, Simon, was ist denn? Evert, es tut mir leid. Es wird keine Hochzeit mit dir gehen. Ich kann nicht. So, also ist die Sache. Ich kann nicht. Bevor ich dich mach allein, dass du mich stehen lässt, ermord ich uns lieber beide. Sei doch vernünftig, Eval. Sind dir die gefahren? Du glaubst wohl, Simon. Vor lauter Kummer um Idi geh ich drauf. Vielleicht gibt's einen Mann, wegen dem ich mir's Leben nehmen darf. Aber sicher nicht deinetwegen. So, und jetzt her mit dem Hut! Weißt was? Du hast durch die Finger geschaut. Und jetzt kannst du gehen und von mir aus auch in die Hölle! Das war ein. Und was mach ich jetzt mit den Blumen da? Da, nehmen Sie es. Vielleicht klingen Sie ihnen mehr Glück als mir. Gregorius! Gregorius, wo bist du? Ja, da bin ich schon, euer Gnaden. Zu dienen! Ja, zunächst einmal Dankeschön für die Nachricht. Die Herrschaften sind ja noch da. Ja, es ist eures Bestens. Also, das hat bis jetzt funktioniert. Bravo. Aber jetzt zu einer anderen Sache. Ja, was denn für Sache? Wieder was Geheimes. Was hast du mit meinem Brief an den Herrn Griffel gemacht? Übergeben. Bis der Herr befohlen. Ihm selbst? Ja, eigenhändig. Aha. Und warum erhalte ich heute diesen drohenden Mahnbrief von ihm? Euer Gnaden, entschuldigen, untertänig! Her mit dem Brief! Wo hast du ihn, du Schurke? Ich habe ihn in meinen Sack gehabt. Just bis zu dem Augenblick, wo ich ihn verloren habe. Ein großer Mensch! Ich will hoffen, dass da eine Ungeschicklichkeit im Spiel ist.
Wenn ich aber da eine böse Absicht dahinter sehen müsste, dann... Für diesen Fall biete ich Ihnen meinen Kopf zur völligen Zerschmetterung an. Ich begreife auch nicht, wo der Brief hinkommen ist. Gregorius, jetzt mal sprechen wir uns noch. Aber jetzt muss ich schnell zu meinen Leuten hinaus, damit wir die Sache endlich hinter uns bringen. Vater? Ja? Sucht der Vater vielleicht einen Brief? Ja. Ich hab ihn dem Vater weggestibitzt. Unglückselig, wo hast du ihn denn? Naja, ich hab ihn zur Frau Gräfin aufs Schloss geschickt, durch den Franzl. Oh Gott, wenn der den gelesen hat, dann ist alles verloren. Aber keine Sorge, Vater, der Franzl kann ich gar nicht lesen. Aber warum hast du das dann? Naja, das war so. Ich hab mir gedacht, wie die junge Frau Gräfin, oder was sie ist, nicht mit der Hochzeit zwischen Simon und mir einverstanden war, habe ich mir gedacht, ich tue was Großes für sie, damit sie sich umstimmen lässt. Denn durch den Brief wird der alten Frau Gräfin ein Licht aufgehen und sie wird den Walting, wie sagt man da? Ah, ich hab's, in die Wüste schicken. Aber woher hast denn du gewusst, was in dem Brief drin steht? Naja, ich hab gelesen, was sonst. Ich kann ja lesen. Aber die Arbeit war sowieso umsonst. Weil ich hab den Simon ein für alle Mal abserviert. Und darum hätte ich mich wirklich nicht flogen braucht. Tochter, du hast jetzt Schicksal gespielt. Dass ich dem Waldling meinen Dienst anboten hab, das war vorherlich, das weiß ich noch. Denn jetzt hat mir die junge Gräfin, oder was sie ist, Raum und Namen versprochen. Eben, du bist ein Dauergutsmann. Herr Wirt, Sie haben mein Vertrauen missbraucht. Wenn nämlich die Leute, die ich zu Ihrem Wirtshaus abkommen sehe, die Leute des Herrn von Walting sind, dann können nur Sie ihm die Nachricht von unserer Ankunft mitgeteilt haben. Und jetzt wird's brenzlig. Ich gehe mal da weg. Glauben Sie mir, Herr Gnom, ich bin komplett unschuldig. Das wird sich zeigen. Und wehe, wenn sich das Gegenteil zeigt. Dann ist nichts mit dem Titelsättigungsrat. Ach, Frau Moorbach, gut, dass Sie da sind. Ich habe solche Angst. Meine Gnädigste, es ist etwas Schreckliches geschehen. Unsere Ankunft wurde Herrn von Moorbach, Herr von Walting verraten. Ich weiß es wirklich nicht. Euer, ich glaube, da kommt der Walting. Ade, Sättigungsrat, es wäre zu schön Stellen gewesen. Stellen Sie sich noch ängstlich, es ist aber nichts zu befürchten. Ich fürchte mich aber wirklich. Ah, der Herr von Walting, welch eine Ehre, uns hier zu besuchen. Kann ich was für Sie tun? Herr Moorbach, Sie können sich diese Höflichkeitsfloskeln ersparen. Ich weiß, warum Sie und die Baroness Pauline hier sind. Aber woher? Aber stellen Sie keine Fragen und reden Sie nicht herum. Na gut, dann wissen Sie es also. Und was wollen Sie nun tun? Nichts. Nichts anderes als Sie für einige Zeit im nahegelegenen Jagdschlösslein unterzubringen. Ah, so im nahen Jagdschlösschen. Ja, keine Sorge. Es ist dort sehr gemütlich und es wird Ihnen an nichts fehlen. Außer an der Freiheit, sich der alten Gräfin zu nähern und mir das Erbe streitig zu machen. Von Walting, Sie wissen aber schon, dass diese Freiheitsberaubung Folgen für Sie haben kann. Ach was! Tut sie es nicht, aber schweige doch! Sie stürzen sich ins Unglück und was das Schlimmste ist, mit dazu. Ich habe doch alles minutiös geplant. Und morgen beginnt die große Reise. Und bevor die beiden in Freiheit sind, bin ich schon längst über der Grenze. Ja, kommen Sie mit, Sie und auch Herr Gregorius. Na, jetzt sind Sie ganz schön in der Wenn ich nur wüsste,
nicht, was die Frau Moorbach hinbracht haben. Das weiß ich leider auch nicht, gnädige Frau. Aber tun Sie sich nicht so aufregen. Das schadet Ihrer Gesundheit. Nur Mut, es wird alles gut, da bin ich ganz sicher. Ja, Sie haben leicht reden. Ihnen passiert ja nichts. Ah, der Herr Wirt. Diese Briefgeschichte ist ein Nagel zu meinen Sorg. Herr Wirt, können Sie mir sagen, was die Frau Moorbach hinbracht haben? Ich weiß es nicht. Oh, meine liebe, gnädige Frau, es ist was passiert. Was schrecklich. Jesus, was denn? So sag's mir's. Ich sterbe vor Ungeduld. Nicht jetzt. Das wäre zu gefährlich. Aber ich komme später wieder. Und dann erzähl ich es euch. Gnädige Frau, kommen Sie für Sie ins Schloss. Ja, kommen. Ja. Ich werde jetzt auch schauen, dass ich von da wegkomme. Die Sache wird mir langsam zu brenzlig. Herr Wirt! Was gibt es? Er soll geschwind mit mir kommen. Der Herr von Walting möchte ihn dringend sprechen. Der Herr von Walting? Herr Konrad, weiß er, was sein Herr von mir will? Nein, er hat nur gesagt, Sie sollen schnell kommen, er wartet auf Sie. Sagen Sie, ich komme gleich, das heißt in ein paar Minuten. Ich habe noch schnell was zu erledigen. Aber lassen Sie ihn ja nicht so lang warten. Er kann sehr ungemütlich werden. Der Herr von Walting hat höchst dringend mit mir zu reden. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Meine leibliche Tochter hat mir diese Briefgeschichte reingezogen. Was tue ich jetzt? Zum Herrn von Walting gehen? Mich ausliefern? Und den Rest meines Lebens in Kerker verbringen? Na, ich bleib da. Aber wo? Da hinten ist eine Tür, ob die offen ist. Ja, also unten, da unten. Aufmüßig. Drinnen aufstehen kann man. Drinnen. Nichts als Graffel und Jagdflinten. Also, für die Selbstmordrequisiten ist gesorgt. Aber ich will ja nicht sterben. Aber so ist Gregorius. Augen zugemacht. Und eine mit dir. Adieu, schöne Welt. Also, wenn ich da wieder gut rauskomme, dann will ich mein Leben lang kein großer Geist mehr sein. So, meine liebe, gnädige Frau, da setzen Sie sich jetzt schon her da und warten auf den Gregorius, ich meine auf den Wirt, weil er hat versprochen, dass er gleich kommt. Und wenn er was verspricht, dann hält er es auch. Ich kenne ja meinen guten Gregorius. Und ich gehe jetzt ins Schlafzimmer, gell? Und wenn Sie was brauchen, rufen Sie ganz laut. Ich komme dann sofort. Was war denn das? Mei, ich habe solche Angst. Ich glaube, ich rufe jetzt die Genoveva. Meister Finster. Ach, wo könnte sie nur sein? Aber der Franzl hat sie gesagt, da im Jagdschloss ist sie. Ich weiß nicht, soll ich Agnes oder Gräfin rufen? Ich bin mir immer nur sicher, ob es wirklich die Agnes ist. Also, bleibe ich bei der vornehmen Frau. Gräfin! Gräfin! Liebste Gräfin! Was war denn das für eine Stimme? Ja, meine! Ja, Simon! Ja, Agnes, das ist so irr! Ja, ich bin's die Deinige und sonst nichts als die Deinige. Aber Simon, du musst mich retten. Die wollen mich umbringen! Hör auf! Wer will die umbringen? Der Herr von Walting, so nennen sie ihn! Drum Flucht! Aber wohin? Ja, dort, wo es keine Molchenmörder gibt. Ja, hinten ist er wiedergekommen! Na da, nur gesperrt ist. Ja, und was tun wir jetzt? Wie kommen wir jetzt aussehen? Ja, da gehen wir dorthin, wo ich hergekommen bin. Da, beim Fenster aussehen und dann krall ich beim Baum auf. Erst steige ich auf sie. Dann nehme ich die am Ohren und dann hupft man von Ast zu Ast. Mit dem Eichkratzer? Ja. Aber Simon, dazu brauchen wir einen Strick. Du, ich hab keinen. Ich hab eine Idee. Schau, da sind zwei Tischtierchen. Komm, ja. Binden wir sie zusammen. Ja, hilf mir, Simon. Ja, ja, mach ich schon. Binden wir sie zusammen und drehen wir sie zu einem Strick. Agnes, du bist die Beste. Dann lass du mich obi und wenn ich unten bin, kraxelst du über die Bahn nach obi. Ja. Du, das Fenster wird schön hoch. Das wird nicht klauen. Da
hat sie wieder Chancen. Ja. Ah, liebe gnädige Frau, ich lebe noch. Oh, aber euer, der Simon ist in Ohnmacht gefallen. Oh, Jesus. Herzer, kannst du aufwachen? Ist nichts geschehen. Ja, was war? Was ist nichts. Na, Gott sei Dank, er ist wieder in die Höhe. Ah, liebe gnädige Frau. Ah, wenn's meiner Tochter den Bräutigam wegfischt haben, so müssen Sie wissen, dass meine... Ich bin ja... Ich weiß, in diesen Burschen verliebt, eine Verirrung des Geschmacks. So, lass es mir doch sagen, dass ich... Dass ich schweigen soll, das versteht sie von selber. Ich werde schon den Herrn Bräutigam nicht aufgeben. Aber... Bräutigam, Bräutigam, ich verstehe gar nichts mehr. Aber so, lass mich doch endlich zu Wort kommen. Lass mich sagen, dass ich ein verkleidetes Bauernmadel bin und sonst gar nichts. Schatzerl, nicht so viel rein, sonst vergessen wir auf die Flucht. Komm ja. Weiter. Aber das ist noch immer zu kurz. Ah, ich hätte da noch ein Tücherl. Aber still, da kommt jemand. Ich fühle, das ist der Walti. Himmel! Verdammt, jetzt sind wir verloren. Ja, so retten Sie doch wenigstens mich. Zu spät, Sie sind schon da. Herr von Walti. Von dort hinten hörte man den Schuss. Schauen wir uns, muss ich sehen. Vorbereitung zur Flucht? Ah ja, wen haben wir da? Das ist doch diese Baroness Pauline. So, sonst gibt's was. Und da hockt ja einer. Na, der Schurke. Na, ihr werdet mir was erleben. Vorsicht, Herr von Baltig, die alte Frau Gräfin. Aber das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Sie werden sich kommen, Herr Baltig. Ich habe hier einen Brief. Kennen Sie die Schrift? Ich glaube, Sie kennen sie. Und den Inhalt, den werden Sie auch kennen. Aber um Ihrem Gedächtnis ein wenig nachzuhelfen, werden Sie uns jetzt diesen Brief laut und deutlich vorlesen, habe ich gesagt. Ja? Verstanden? Hier! Lieber Herr Griffel, es ist so gekommen, wie ich gesagt. Ich bin als künftiger Erbe der unermesslich reichen Gräfin eingesetzt. Sie würden sich daher selbst schaden, wenn Sie mich jetzt durch Ihre vorschnelle Forderung bei der Gräfin blamieren. Gleich nach Ihrem Tod wird Ihnen das Kapital samt Zinsen bezahlt. Damit dieser Tod nicht zu lange auf laut sich wartet... Laut und deutlich habe ich gesagt. Wiederholen Sie. Damit dieser Tod nicht zu lange auf sich warten lässt, werde ich eine Reise mit der Gräfin unternehmen, die... Danke, das genügt. Walting, Sie können sich nun vorstellen, dass ich mir nicht den zum Sohn und Erben wünsche, der mir nach dem Leben trachtet. Verlassen Sie mein Schloss! Frau Gräfin! Ich habe gesagt, verlassen Sie mein Schloss! Ich will Sie hier nie wiedersehen! Und nun zu dir, mein liebes Kind. Was ist... Wer ist denn dieses Bauernmädel hier? Konrad, kennst du sie? Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Kläre und bitte auf. Ich will Sie beide nicht länger unklar lassen. Ich bin Pauline, die Braut von Graf Rudolf, von der Sie glaubten, dass sie im Schloss gefangen gehalten worden ist. Ja, ja, mein lieber Walting, so kann man sich täuschen. In Wirklichkeit haben Sie nur ein kleines Bauernmädel festgehalten, das von uns Geld bekommen hat, dass es meine Rolle spielt. Und ja, so konnte ich ungehindert ins Schloss, um Rudolf zu sehen und mich mit ihm auszusprechen. Ich habe ihm verziehen. Und wir haben uns ausgesöhnt. Und die Gräfin und Friederike haben die sauberen Machenschaften von ihnen aufgedeckt. Ja, so ist es, Walting. Das Spiel ist aus. Sie haben verloren. Sie haben, wie sagt man so schön, durch die Finger geschaut. Und nun verlassen Sie mein Schloss. Ich möchte Sie hier nie wieder sehen. Und ihren Kumpanen, den Konrad. Verflucht! Am besten gleich nicht. Das war alles umsonst! Konrad, gehen wir! Hier haben wir nichts mehr verloren! Ach, liebe Tante, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ohne euch hätte ich diese ganze Sache gar nicht aufklären können. Das werde ich euch nie vergessen. Ach ja, Pauline. Und nun zu dir, liebe Agnes, mein tapferes Mädel. Du hast deine Sache wirklich gut gemacht. Alle Achtung. Und hier ist auch die versprochene Summe. Oh, danke.
werde glücklich damit. Du, was ist denn das? Ja, mein Heiratsgut. 1000 Dukaten. Damit kann ich mir einen schönen Bauernhof kaufen. Was hast du? Ich? Mir? Nein, ich meine ja eh wir uns. Heiraten können wir dann auch. Du? Juhu! Was? Eine Hochzeit gibt's doch? Komm, Steffel! Schnell! Jetzt heiraten wir auch! Und kein Widerrett? Mei, das Everl liebt mir jetzt doch. Du, aber Everl, ich hab jetzt leider keinen Blumenstrauß mehr. Das macht nichts, ich nehm den trotzdem. Ja, aber eine fesche Wirtin könnte ich auch brauchen. Na, wie wär's mit uns zwei, Frau Moorbach? Aber Herr Wirt, so ganz ohne Titel. Ohne Titel. Sättigungsraum. Na, Frau von Moorbach. Was ist jetzt? Und Dankeschön fürs Leben. Ja.